So, herzlich willkommen, ich habe schon wieder die Maus im Bild. Mal endlich wieder zurück. Und zwar dieses Mal sind wir nicht alleine. Denn wir haben einen Gast dabei. Ein Gast? Ein Vorbild haben wir dabei. Eine Legende. Ein YouTube-Star. Ja. Ein Remke. Ja, was? Wie hat die denn dabei? Seht ihr doch alles, was der gemacht hat? Ja, ist scheißegal, das passt schon. Ist eine Special-Folge, weil wir so lange nichts mehr kamen. Sie ist auch ein bisschen länger jetzt. Na, Christoph, scheiße jetzt. Deine Mama ist scheiße. Was sagst du eigentlich dazu, dass ich dieses Rehorn gefangen habe? Das finde ich äußerst geil, muss ich sagen. Aber das will mir schon. Aber nicht sagen, aber nicht das Wesen angucken oder mich nicht deswegen kritisieren, weil ich habe darauf nicht geachtet. Also, Level 48. Ich weiß leider nicht, auf welchen Level ich mit dem gestoppt habe. Ja, auch nicht. Aber okay. Ich musste nur einen Trainer besiegen letztes Mal. Oh, nice. Kein psychische Genese und kein Psychstrahl. Oh Gott. Oh Gott. Ich will gar nicht hingucken, was ich alles falsch gemacht habe. Das scheint noch richtig zu sein. Ich sehe das übrigens gerade in einem winzigen Fenster. Ja, hier hast du ja natürlich erstmal statt Rutsuki Down reingemacht, ne? Oder nicht, Flügelschlag. Das war ja noch dümmer, stimmt ja. Ach ja. Gut, Stick da ist ja nichts Besonderes. Was ist denn dabei? Weil du das dabei hattest. Hatte ich? Cool. Ich glaube. Was haben wir denn für ein Wesen? Blitzfinger, okay, ist klar. Forsch ist neutral. Ist das schlecht oder gut? Nee, kann man. Kann man machen? Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Wesen und EV und IV und gut. Kackzeug und wie ja, das heißt. Nee, das war A. So, B. Ich muss ja erstmal deine Steuerung wieder lernen. Das heißt also, du warst in der Safari-Zone? Das ist richtig. Oh nee, falsch. Das ist richtig. Was machst du da? Jetzt überlege ich, ich glaube, wir könnten daraus so eine Special-Trainings-Folge machen sogar. Weil wir jetzt echt trainieren müssen. Wir brauchen das also Ding. Erstmal habe ich dich vor das Relaxo ausgesetzt, damit du mir sagst, ob wir das Relaxo fangen sollen oder nicht. Nein, das Relaxo ist scheißegal. Das kann man da liegen lassen. Das kann da verrotten. Du kannst daran vorbei? Ja, du musst, kannst ja einfach die Fahrer wegnehmen, was wir auch gemacht haben. Voll asozial. Egal, ich möchte trotzdem, dass du den besiegst. Jetzt bin ich extra da hingegangen, hab 100 Trainer besiegt. Also komm, wir zeigen dir jetzt mal, wie man vernünftig mit Bisafloor kämpft. So, also. Aha. Die Pokéflöte spielen? Oh ja, spiel mir die Flöte, Remke. Ja, das mache ich doch immer. Jeden Tag. So, ich bin im Moment wieder irgendwie voll drin im Online-Spielen und so, also im taktisch kämpfen, weil ich im Moment wieder ziemlich viel online spiele. Du spielst mit Visor? Ja, wir sehen ja, im Moment mein lieblingsleveliges Pokémon. Das ist ziemlich geil. Weil einfach keiner damit rechnen, dass eigentlich alles wegfickt, Junge. Also gut. Aha. Also erst mal auf. Ich stehe von das ein. So, da trifft natürlich. Das ist ja. Also eine Beere. Das macht wieder auf. Scheiße, hab ich vergessen. Ja, das ist ja gut. Hier spielt der Pro. Der jedes so. Pokémon-Spiel 100 Mal aus. Gena. Ja. Egal. Das wäre so macht geil, nichts. Wenn du jetzt verlierst. Das war jetzt Mystic. Okay, Moment. Würde eine Attacke noch locker reichen, oder? Was? Das würde auch irgendeine Attacke locker reichen, oder? Nein, das Ding, ein Relaxo hat eine Spezialverteidigung, das glaubst du gar nicht. Ja, dann machst du halt keine Spezialattacke. Ja, aber wir kämpfen ja mit Relaxo. Mit Relaxo kämpfen. Ja, das ist ja, wo ich meine. Mit Bisafloor. Und das Einzige, was wir Angriff haben, ist Tauboss. Und Tauboss hat einen Angriff, der kein Angriff ist. So. Aha. So, jetzt, also. Egelsamen, das ist das Wichtigste, weil das ist. Egelsamen darfst du niemals verlieren lassen. Das habe ich dir aber schon tausendmal gesagt. Also, weißt du schon mal, was ich nächste Folge mache? So, das ist ein Schläfern. Jetzt vielleicht mit deinem Snowball auf oder mit deinem Headset? Ah, mein Headset. Also, Moment, das wissen wir, dass jetzt eben nur kurz ist. Ich werde jetzt zwar früher auf als wir. Okay, ist ein Schnarcher. Stimmt, ja. Jetzt macht es auch auf. Ich werde jetzt auf und das Wiederholung rein. Nein, das ist nicht gut. So, und so gewinnt man einen Kampf gegen eine Relaxo. Das hätte ich auch bestimmt nicht geschafft. Ja, okay, das Glas hat sich beruhigt. Ne, da wären wir jetzt links gekommen, übrigens nach Urania City. Nach Uralia City. Auf dem Weg nach Urania City. Nein, das heißt nicht auf dem Weg nach Urania City.
Moment, sondern das davon. Ach, Maus hat übrigens Mitnahme, ne? Das nimmt immer wieder ein neues Item auf. Du musst ihm das Item mal wieder wegnehmen. Was? Deswegen habe ich das auch dabei. Maus, die hat eine Fähigkeit, die heißt Mitnahme. Das heißt, dass es unsichtbare Items aufsammelt. Wenn man daran vorbeigeht, oder was? Ja, wenn du da drüber läufst. Und es kann halt nicht mehr als ein Item tragen. Ach, Moment. Sag er. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, das wäre zuzutrauen. Wo war es Select? Weiß ich doch nicht, wo du Select hattest. Ich spiele mit einem Controller. Ja. Ja, ist doch besser so. So. Kämpfst du jetzt etwa gegen den Trainer? Ja, wir wollen ein bisschen Rion trainieren. Warum? Und das machen wir übrigens alles in Speed, weil wir keine Bodenattacke haben. Stimmt, und es ist nicht wie in Schwarz-Weiß-Weiß, dass wir hier... Oh, Volltreffer. Ja, Finale gegen einen normalen Pokémon ist übrigens sehr schlau, vor allem gegen einen Rihorn, weil Rihorn eine motherfucking Verteidigung hat. Oh. Trotzdem ist... Der Kreideschrei kann sogar ganz schlau gewesen sein. So, Beutel. Ich war so stolz auf mich, als ich dieses Rihorn gefangen habe, ne? Ja, es ist echt gut, weil Rion ist gar nicht mal so leicht zu fangen. Eigentlich wollte ich dir einen Kangama fangen, aber das habe ich nicht gefunden. Das, wenn du das gemacht hättest, dann hätte ich, glaube ich, die Füße geküsst. Kangama ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Oder warte mal, hatte ich eins gefunden und es dann besiegt? Ich weiß nicht mehr. Du kannst in der Safari so nichts besiegen. Stimmt, aber es kann ja flüchten. Ne? Aber ich glaube, ich hatte keinen Kangama gefunden. So. Das ist ein ordentlicher P. Ja, sehr schön. Hast du euch die Supergang geholt? Was? Hast du die Supergang geholt? Das ist... Ja, ja natürlich. Ja. Ich bin ein Pro. Hast du irgendwas anderes von mir erwartet, oder was? Quatsch. Ach, hier war es natürlich nicht. Natürlich. Warum auch? Wenn ich denn nur ein Item. So brauche ich das. Das zieht mir einen ganzen KP ab, das ist unglaublich. Trotzdem bist du geil. Oh, cool. Wie das Ding kann... Das Scheiß wäre jetzt immer, dass dieses Ding doppelt gehen können. Das sieht mir andauernd, ey. Das ist sehr lustig aus. Was machst du eigentlich? Du trainierst so geil. Immer das, was ich vorne habe, ist am nächsten, bis beim nächsten Mal irgendwie 10 Level höher. Und der Rest ist gar nicht trainiert. Richtig. Fast du traust immer nicht mit dieser Flot zu kämpfen, ne? Ja, weil ich nicht möchte, dass ich ihm was Falsches beibringe. Wachstum, nein. Wachstum ist ziemlich scheiße in der bis zur 5. Generation. Weil Wachstum bis zur 5. Generation nur den Angriff steigt. Und Pflanzen-Pokémon sind meistens speziell ausgelegt, das heißt, die können nichts mit Angriff anfangen, aber in der 5. Generation bringt das Spezialangriff und Angriff. Haben wir wieder was gelernt. Das ist echt ein bisschen krank. Na scheiße, das wollte ich nicht. Wo ist A? Da ist A. Ja, ich sehe gerade, das ist schon ziemlich verzögert, das durch die Destiny-Spur. Naja, mach nichts. Dieser Fall kann übrigens nicht vergiftet werden. Weil es... Ja, das weiß ich. Mensch. So, okay, ich glaube, wir müssen echt trainieren, es tut mir leid, aber muss sein. Wo willst du trainieren? Hä? Und wo willst du trainieren? Jetzt überlege ich gerade, wo wir trainieren können. Wir können eigentlich einfach die ganzen Trainer da schnitzeln, aber nein, das ist eigentlich an. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Moment. So, jetzt kommt nämlich hier Trick 17, pass mal auf. Wir nehmen jetzt unser Taubos. Weißt du? Und packen es woanders hin. Nein, und fliegen damit nach Lavandia. Lavandia. Heißt es Lavandia oder Lavandia? Ich weiß es nicht. Hast du eigentlich über das Lavandia-Syndrom geredet? Ja, habe ich drüber geredet. Gut. Jetzt wo wir gerade so bei Pokémon sind, Remke, was ist denn so dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon? Ja. Keine Ahnung, ich fand früher einmal Kanimani richtig geil. Ist das gut? Kanimani ist geil, ja, Kanimani ist cool. Impogato finde ich ganz cool, mit Drachentanz und so. Und dein Lieblings-Pokémon ist... Kangama. Nicht, das ist aber... Das Lustige daran ist, dass es eigentlich gar nicht mal so gut ist. Das ist ganz lustig, aber es kann eigentlich nicht viel. Aber es ist halt ein Känguru. Es ist einfach geil. Es sieht einfach geil aus. Ich finde, es gibt kein Pokémon, was vom Design her geil ist als Kangama. Oscar ruft an. Ha! Nimm mal an! Mach mal! Ich kann ja gerade nicht mit ihm reden. Wieso? Dann kannst du ja auch nicht mit ihm reden. Ach, stimmt. Scheiße. Ist ja kein TS oder Mammel, wollen wir hier einfach. So, nehme ich. Jetzt wird's interessant. Guckst du zu? Ja. Guckst du zu? Also, nehme ich dieser Junge hier. Moment. Wenn du so hoch oben. Das habe ich schon mal vorgelesen. Scheiße, stimmt. Also, der will eigentlich eine Attacke bei Rien. Nämlich Steinhagel. Aha. Und das ist natürlich ziemlich gut für Rihorn, weil das nicht einen Step hat. Und wir damit gleich einen guten Platz zu trainieren haben. Aha. Ja, und ich hätte mir irgendwie was zu trinken nehmen sollen. Tut mir leid, ich hab so einen Durst. Aha.
Ja, und jetzt haben wir nämlich Steinhagel und können gleich bei den ganzen Vogelfängern trainieren. Ist das nicht mega geil? Und wir brauchen keinen Furienschlag. Denn was bringt nämlich Grimasse, Remke? Senkung der Verteidigungswerte. Nein, Senkung der Initiative stark. Senkung also der Initiative stark? Minus 2 also. Also halbiert. Ja, wenn ich irgendwas minus 2 nehme, ist es immer halbiert. Ja, also nein, das heißt, du kannst ja höchstens minus 6 haben. Minus 6 ist dann... Ich weiß gar nicht, ob minus 6 dann... Anstatt dass sie einfach ein normales mathematisches System benutzen, müssen die irgendwelche komischen Werte festlegen, oder was? Jo. Einfach merken, minus 1 ist minus 0,5. Nee, stimmt nicht. Oder? Stimmt das? Minus 1 ist minus 0,5. Ach, ist das scheiße. Egal, ich kann so... Ich hab schon wieder so einen Tag, wo ich überhaupt nicht reden kann, ne? Da will ich auch gar nicht, da will ich gar nicht denken. Ja, weil wir gerade etwas aufgenommen haben, aber das dürfen wir noch nicht machen. Ach, das war früher, ne? Stimmt. Ja. Ja. Stimmt, so, jetzt nämlich gibt es hier auf der linken Seite so ein paar nette Trainer. Die haben nämlich alle Vogel-Pokémon und da jeder weiß, oder Flug-Pokémon, dass Flug auf Stein nicht sehr tief ist und Stein auf Flug sehr effektiv ist, ist natürlich sehr geil für Rihorn. Ja, außerdem gibt es hier für starke Sachen wie Habitat, wie Ibitax und so, die dann auch noch sehr viel Erfahrung bringen. Ja, und so, siehst du, das meine ich. Aber das ist natürlich ein Profi-Tipp. Wie so. Kein zweiter. Wie kein zweiter. Er wird da oben eigentlich Mumble angezeigt bei dir oben rechts? Ach so, das ist Mumble, stimmt. Oh, so eine Scheiße, ich hasse Mumble. Nein, da seht ihr jetzt gerade die ganze Zeit mehr reden von uns beiden. Oh, ja, wir benutzen jetzt nämlich Mumble und nicht mehr TS, leider. Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, was ist denn das, hä? Ich dachte auch, ich dachte, es ist eine Fehler im Emulator oder so. Hier habe ich sehr gerne Pokémon gejagt. Ja, geil. Was für ein Ding in 4x6 Gras. Hammergeil. Richtig. Oh, ja, wenn es da Pokémon gibt, kann man das auch machen, oder nicht? Ich glaube, hier gibt es gar nicht. Doch, hier ist Dodo. Dodo ist eigentlich ziemlich cool. Dodo. So, jetzt machen wir wieder unsere Kampfhahner hier. Zack. Funktioniert das eigentlich immer? Nein, nicht immer. Du hast ja gerade gesehen, dass er einer nicht kämpfen wollte. Ja, aber gibt es immer einen Trainer im Screen, der dann kämpfen möchte? Nein, nicht immer. Weil ich will auch gar keiner kämpfen. Dann läufst dann du natürlich dann einmal raus und dann gehst du wieder rein und dann geht's hin. Jo. Nein, du musst halt 100 Schritte laufen. Was? Ja, das ist voll anspruchsvoll. Ja, ja. So, was hältst du eigentlich da? Was würdest du eigentlich halten, wenn davon, wenn Pokémon in 3D wäre, für den 3DS? Also, in. Nicht mal so von oben Sicht, sondern so wie Pokémon Kolosseum oder so, aber mit einem richtigen Abenteuer. Also, meinst du so eine richtige. Also, einfach eine, zum Beispiel jetzt grau. Jetzt mal. Zum Beispiel, also der zum Beispiel sowas wie gelb. Ja. Halt in 3D. Ja. Also so einmalig wäre es schon ganz lustig, aber auf Dauer will ich das nicht haben. Oha, gerade leckt es bei mir. Einmalig findest du das lustig, aber du möchtest es nicht auf Dauer haben. Nee. Ja, wenn die das einmal einführen, dann machen die das auch weiter. Ja, auf jeden Fall. Da bin aber ich echt gespannt drauf. Ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die Pokémon ausmacht, dieser Stil. Ich meine, die Grafik hat sich ja verbessert. Ich finde Spaß, weil es zwei hat mit den Zwischensequenzen ist ja eigentlich ganz geil so. Aber so, ich glaube auch nicht, dass sie das machen werden, aber. Naja. Es wäre auch viel zu viel Aufwand. Wie möchtest du denn so eine riesige Welt modellieren? Also, die einzigen, die das sonst noch so machen, wären dann Rockstar. Oder so. Ich meine, die Welt ist ja groß. Ja, die Welt ist auf jeden Fall groß. Und wenn du alles in 3D machen musst, das wäre für Nintendo. Das wäre aber als wäre auch, glaube ich, aber wenn man so überlegt und dann der Kampf eigentlich, das Kampfschienen direkt dann so. Ja, der Kampf wird, glaube ich, in 3D sein. Da bin ich relativ sicher. Das fände ich okay, das ist ja schon, darauf gehen die ja schon zu. Ich hab's vergessen, ach da. Jetzt siehst du jetzt von allen drei Kämpfen. Geil. Ja, es gab ja auch Pokémon Battle Revolution. Ich denke mal, so ähnlich wird das dann auch aussehen. Ja, oder Pokémon Colosseum oder Pokémon XD. Was übrigens zwei sehr geile Spiele waren, muss ich sagen. Ich fand Colosseum eigentlich ziemlich geil. Warum hast du eigentlich nicht Pokémon Battle Revolution geholt? Das ist eigentlich genau wie Pokémon Online. Ist. Ja, aber kann ich einfach Pokémon Online spielen. Außer, dass du deine Pokémon selbst trainieren musst, glaube ich. Ja, kannst auch cheaten, ne? Aber... Also, kannst du halt von deinem DS rüber linken mit, Cheaten.
Und es gibt halt nur Doppelkämpfe. Oder? Ah, nee, war das bei der. Ach Quatsch, das war ja XD. Und Pokémon XD und, ist so ein bescheuerter Name. Ja. Pokémon XD. XD, Roffelol. Roffelol. Das heißt mir, dass ich mir gleich mal ganz kurz was trinken wollen muss. Nein. Ich hab. Das ist gar. Also. Nee. Ich verzeih's dir aber auch nicht, ne? Nee. Nein. Falsche Attacke, scheiße. Was? Nein. Ja, das ist ja schade jetzt. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen langweilig, oder? Wir können auch eigentlich was Richtiges machen. Was? Das ist jetzt langweilig? Was? Ich kann doch okay, mal deswegen... ein Thema reden über Pokémon XD. Ja, stimmt. Lass gleich mal machen. Aber jetzt werde ich mir erstmal was zu trinken wollen. Okay. Ich muss eben ein Erkennungszeichen machen. Warte. So, bis gleich. So. Okay, bist du wieder da oder bereit? Oder? Ja, ich bin bereit. Gut. Okay, dann. Bumm. So, wir sind wieder da. Hallo. Ja. Christoph hat was zu trinken. Ja, jetzt kann ich auch, glaube ich, wieder ein bisschen besser reden. Weil mein Mund einfach so trocken war. Also ein Thema, sagst du? Was willst du haben? Ja, was möchtest du denn haben? Eigentlich haben wir ja noch was anderes vor. Deswegen TM10 von Maul. Was habe ich denn gerade gemacht? Habe ich mir ein Item gegeben? Weil es gibt keine Unsichtbaren. Kraftreserve? Warum klang das okay. Jetzt so ungläubig? Weil ich kann mich dann an das wie Kraftreserve haben. Nein, hab ich nicht ihm gegeben. Warum auch immer. Ein Thema. Deswegen, ich möchte jetzt noch nicht so die richtig großen Themen. Ich auch rausholen. Nicht. Deswegen auch gerne. Wir haben nämlich, also bald auf unserem Minecraft-Kanal. Kanal. Den wahrscheinlich auch alle kennen, die auch hier sind, weil der ja um einiges bekannter ist als der hier. Ja, da soll es mal ein neues Format geben. Ja, das hat auch was mit der Aufnahme von vorhin zu tun. warum dieses Format jetzt eingeführt wird. Ich denke es halt nicht so drin. Also, 5 Orden. Cisco müssen wir jetzt. Hä, die haben wir doch schon. Rocket IQ. Was? Rocket IQ, HQ. Hier, warte. Ja, sag was, sag irgendwas. Sollen wir über Pokémon reden? Ja, was möchtest du denn über Pokémon schon groß reden? Wir können ja mal mit der Wii U ein bisschen mehr reden. Ah, stimmt, okay. Also ich denke, ich mach das hier mal so nebenbei. Also, ja, dann fangen wir an. Also ich habe mir ja am Release-Tag die Wii U geholt. Und sie ist besser als ich dachte. Wie ist das denn bei dir? Findest du sie besser oder schlechter als du dachtest? Ich hatte vorher eigentlich keine Erwartungen. Dachte ich, guck einfach mal was ja, auf. Besonders am Tag vorher hattest du gar keine Erwartungen. Nein, das gar nein. Also ich war also kurz vorher, da wurde ich dann schon ein bisschen ratzig drauf, aber das war ja auch das erste Mal, dass ich mich nicht so richtig so schon 2 Monate vorher darauf gefallen. Nee, also aber die letzte Woche halt, da wir auf eine Schule gehen, sind wir halt immer hier, ja, dann ja, yeah, nächste Woche und so, ja. Und dann sind wir halt direkt nach der Schule sind wir zu Expert gefahren. Expert ist ein Elektronik. Gibt's das überhaupt Expert außerhalb von Niedersachsen Expert? Ja. Ja? Okay. Also Expert ist so ein etwas kleinere Elektronik-Fachhandelkette.
Und ja, da sind wir halt direkt hingefahren, haben uns die geholt. Ich hab hier eine Wii U-Form erstellt. Ja, vor allem du. Du warst der. Ich war am Tag vorher so heiß drauf. Da war Remco bei Skype auf, hab mir angeschrieben, ich will jetzt sofort Wii U zocken und so. Und dann am nächsten Tag kam die raus und ich hab Remco nie so schnell Fahrrad fahren sehen, ne? Ja. So schnell war das jetzt auch nicht. Es war aber. Wir haben die nicht mit dem Fahrrad transportiert. Ja, wir mussten mit seiner Schultasche einfach sonst nicht direkt nach der Schule da hinten fahren können. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Videoform erstellt und dann hatten sie sich tatsächlich da, ich habe nicht damit gerechnet. Am ersten Tag natürlich, ne? Weil vorher ja schon einige Vorbesteller beim Mediamarkt und so länger warten mussten und so. Gab es ja so Sachen und Amazon konnte ich auch nicht mehr ausliefern. Also ich dachte eigentlich nicht, dass die dann ja da haben, aber ich glaube, die hatten auch nur zwei. Einmal das Basic Pack und einmal das Premium Pack, was ich dann bekommen habe. Kann das sein? Ja, das wäre ja richtig. Es sah zumindest so aus. Aber ich glaube, das glaube ich nicht. Weil die meinen ja, die hatten das hinten. Ja, das stimmt. Aber egal. Ja, aber halt hinten für Vorbesteller, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, hat er die dann geholt. Und dann, das war richtig schlimm. Dann hat er erstmal richtig lange gebraucht irgendwie. Irgendwann ist er dann gekommen. Also gefühlt richtig lange, wahrscheinlich waren es so 10 Sekunden. Aber irgendwann ist er dann gekommen und dann konnte ich die dann bezahlen. Aber dann habe ich erstmal gesagt, ich möchte mir keine Rechnung geben lassen. Aber dann habe ich noch eine Rechnung geben lassen. Dann hat das nochmal länger gedauert und das war richtig scheiße. Aber dann konnte ich irgendwann nach Hause fahren und dann, ja, das war das Schlimmste. Dann ist nämlich Christoph, musste noch essen gehen. Und Christoph hat gesagt, du packst die nicht ohne mich aus. Und dann hat Christoph irgendwie eine halbe Stunde gebraucht. Ich saß eine halbe Stunde vor der Video. Nein, das war schon das Ding war eigentlich, dass Remco eigentlich auch hätte essen müssen, aber irgendwie dann ja doch nicht. Ja. Und das war dann doch keiner zu Hause. Ja, dann dachte ich, okay, esse ich halt eben. Remco ist ja auch noch, hast du Zeit. Alter, das war so schlimm, ne? Und dann, da habe ich ja immer noch deine Nachricht gesehen bei Skype. Das, komm endlich! Ne, es war Facebook, war das, ne? Facebook war es, ja, alles. Egal. Und ja, dann bin ich auch irgendwann gekommen und da haben wir angefangen zu zocken. Also haben wir erstmal ausgepackt mit seiner Schwester. Und ich war irgendwie total überrascht. Remke war entzückt. Das war. Ich war total überrascht, wie leicht das Gamepad ist. Also muss ich jetzt so vorstellen, Remke saß da wie so ein 5-jähriges dickes Kind, was sich auf Schokolade freut. Seine Schwester saß daneben, schüttelt den Kopf. Das hättest du genauso gemacht. Ja. Er packt die Crow. Oh, das Ding ist da, ich jetzt gedacht habe. Ey, geil. Schwenkt er mit rum. Das war herrlich. Aber das Ding ist wirklich leicht, oder? Ja, ist echt leicht. Also, die ganze Konsole ist geil, kann man nur empfehlen. Ich habe ja mit so einer. So iPad. Gewicht gerechnet, aber es ist viel leichter. Ja. Viel leichter. Das ist eigentlich ganz angenehm. Man kann damit auch stundenlang spielen, ohne dass es irgendwie unangenehm wird. Da hatte ich ja so ein bisschen Angst vor. Aber das ist gar nicht so. Es liegt auch gut in der Hand. So, dann haben wir das halt weiter ausgepackt. Das ist ein HDMI-Kabel direkt dabei, was ziemlich geil ist. Man muss sich also nicht wie bei Xbox und PlayStation 3 noch irgendwie eins dazu kaufen. Angeschlossen und so, dann war das ja erstmal. Nein, ich bin so dumm, ey, das ist unglaublich. Ich guck gerade gar nicht mehr hin, ehrlich gesagt. Dann haben wir angeschlossen und ich hatte mir Nintendo Land und Super Mario Bros. U dazu geholt. Ja, Nintendo ist ja dabei beim Premium Pack. Richtig. Und ja, wir haben erstmal Nintendo Land gespielt. Ja, das macht. Wir hatten halt leider von jetzt keinen Wii Motion Plus haben, also. Bevor ihr euch Nintendo Land holt, holt euch Wii Motion Plus, weil das. Ja, man braucht für Metroid und Zelda braucht man das. Und ich glaube, das waren schon zwei der Spiele, an die ich mich am meisten gefreut habe. Ja. Besonders Metroid, das sieht richtig gut aus. Allerdings. Geil aus. Allerdings macht es auch ohne Wii Motion ziemlich viel Spaß. Ja. Die beiden Fangspiele. Also, es gibt so ein Luigi's Mansion-mäßiges. Ja, da ist halt einer den Geist, der ist halt unsichtbar und die anderen sind halt die Fänger und müssen ihn halt fangen oder man wird gefangen von dem. Also wenn alle tot sind, dann ist man halt, hat der Geist gewonnen und wenn der Geist seinen Leben verloren hat, dann haben die Fänger gewonnen und ich soll jetzt im Detail erklären, wie das alles mit dem Staubsaugen und so ist.
Oder? Nein, also es ist halt so, das Prinzip ist, wer vielleicht Hidden kennt, das Spiel für den PC, das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Das Besondere ist halt wirklich, dass der den Controller der einzige ist, der sich selbst sieht. Und die anderen sehen ihn nicht und müssen ihn halt sozusagen fangen. Das ist ganz einfach erklärt. Und das macht schon echt Spaß. Ja, da haben wir echt lange gezockt. Es ist auch nicht mehr so simpel wie Wii Sports. Also ja. Es hat viel mehr Funktionen als Wii Sports. Und ich glaube, das ist gerade während Test gekommen. Janik, oder? Janik, genau. Janik, wir sind in der Aufnahme. Hallo Janik. Oder ist er da? Moment, Janik ist schon wieder draußen. Oh, er ist nicht draußen, er ist einfach nur für schnell. Das ist nicht kackern, Mann. Das ist nicht. Janik, lass das mal. Wir reden hier gerade über die Wii U. Ah, das ist was gut. Was ist deine Meinung zu der Wii U? Also so wie es jetzt aussah, sieht so übel geil aus. Ich will auch mal zocken, aber... Du hast auch gar nicht mehr gespielt, ne? Hast du noch mal Zeit gespielt, ne? Ich hab noch keinen... Ja, ist doch Samstag, wir sind eh morgen im Kino, ey. Ja, Samstag Zeit morgen. Janik? Ja. Das ist jetzt in der Aufnahme absprechen, ne? Das ist egal. Ich geh gleich erstmal essen, deswegen ist ganz praktisch gerade. Okay, ja. Wir entfernen die Verknüpfung mal wieder, ne? So bis dann, ne? Ciao. So? Ja, dankeschön. Okay, das war Janik. Also wir sind hier natürlich alle... Wir sind ja, die können uns abhören. Das geht bei Mumble. Das, ich hasse den Mumble, ey. ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau, bei Luigi's Mansion. Ein anderes Spiel, was ziemlich viel Spaß macht, ist Mario's Chase. Da hatte das halt Verstecken fangen, was man vielleicht als Kind gespielt hat. Das haben wir das immer so genannt. Einer hat 30 Sekunden Zeit wegzurennen, das ist Mario. Und die anderen, maximal 4 Leute, müssen ihn dann halt finden und auch fangen. Das ist auch relativ cool. Ja, das ist alles ziemlich cool. Man glaubt gar nicht, das sind eigentlich so simple Ideen, aber es macht schon so Spaß. Das ist halt das Tolle an diesem Controller und da bin ich echt gespannt. Vielleicht bringen die auch mal irgendwann Nintendo Land 2. Ja, wir haben noch ein Spiel vergessen, zwar. Zum Beispiel, Pokémon ist doch gar nicht drin. Wenn die da nichts bringen, also in dem Sinne gar nichts. Und ich ziehe jetzt so eine Scheiße wie Pokepart nicht dazu, dann. Ja, natürlich werden die ein Pokémon-Spiel für Wii U bringen. Dann bin ich beleidigt. Kann ich mir sogar vorstellen, dass für Wii U das erste Mal ein richtiges Abenteuer glaube ich nicht bekommt. Das wäre geil mit dem. Keine Edition, aber. Also keine Edition, aber. Ein Abenteuer. Ja, das meine ich ja eben genau mit dem. Wurde halt so ein Pokénef oder so an. Ja. Was gibt's noch? Ja, genau, dann haben wir das erstmal lange gespielt, da musste ich erstmal weg. Genau, das war auch geil. Wo du dann weg musstest und dann war ich halt. Dann. Das war wieder geil. Da gehe ich nach Hause wieder eine Stunde, dachte, ja, was mache ich jetzt? War ein bisschen was hab ich denn gemacht? Keine Ahnung, ich hab nur eine Pokémon oder sowas gezockt. Dann, irgendwann nicht kriegen Anruf. Ist da ein anderer Freund von uns, unser Nachbar, ist dran, wo bist du? Wir wollten noch Wii U zocken und so. Komm mal rüber zu Remke. Ich meine, hä? Remke ist doch gerade beim Orgelspiel. was? Ich bin gerade bei Remke. Das war so dumm, er war schon dran, weil ich noch nicht da war. Genau, und dann dachte ich mir so, nee, Arschlecken, ich komme wieder erst um 5. Also, ich komme wieder um 5 erst wieder. Bin ich um 5 wiedergekommen, dass mir. Er wollte, ey, du warst die ganze Zeit da, ich hätte das nicht im Keller versteckt oder so, ne? Total bescheuert alles. Ja, und dann haben wir halt erstmal, wie viel waren wir dann? Dann waren wir erstmal zu dritt oder zu viert. Ne, zu fünf waren wir doch dann, weil deine Schwester und eine Freundin von der Schwester da. Ja. Und haben wir auch nochmal Nintendo Land gespielt erstmal, glaube ich. Ja. Ja, auch nochmal die anderen Spiele, es gibt auch so ein Animal Crossing Spiel, eins Wettkampf, wo man dann Bären sammeln muss und es gibt Wächter, die müssen einen halt dreimal schlagen. Und es ist so Sonic-like, dass man alle seine Bären verliert, wenn man einmal geschlagen wird. Und man muss eine bestimmte Anzahl an Bären sammeln. Dann gibt es noch Pikmin. Pikmin, ja, das fand ich ziemlich geil. Das ist schon ziemlich umfangreich eigentlich. Also da spielt einer Olimar und einer so Pikmins halt. Und da muss man halt so Level bestehen, das ist eigentlich relativ cool. Auch mit Spezialattacken und so, ist eigentlich schon relativ umfangreich. Metroid und Zelda können wir jetzt nicht so doll eingehen, also ich habe das mal angespielt, aber alleine macht das einfach keinen Spaß. Die Einzelspielerspiele. Dieses Ninja-Spiel.
wo man so auf den Fernseher zeigen kann und dann so flippen kann, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Da hätte man mehr daraus machen können, finde ich. Ach, das war Nintendo Land? Ja, ja, das war Nintendo Land. So wusste ich gar nicht. Das mit den Ballons ist ziemlich geil, finde ich. Ist eigentlich ganz gut. Ich gehe da jetzt kurz drauf ein, weil du die alle nicht gespielt hast. Ja, ja. Das mit dem Game & Watch Octopus ist relativ gut, finde ich auch. Hat zwar überhaupt nichts mit Game & Watch zu tun, das ist ein Tanzspiel. Aber, das ist, ich finde es eigentlich ganz okay. Was gibt's noch? S-Zero finde ich relativ gut eigentlich. Oh, das wollte ich auch unbedingt eigentlich nochmal spielen, aber habe ich leider nicht gemacht. Es ist anders, als man es erwartet. Aber das wirst du ja nochmal spielen. S-Zero war relativ gut, was habe ich noch vergessen? Irgendwas habe ich noch vergessen. Es gibt doch noch zwei Attraktionen. Weißt du, was ich noch vergessen habe? Haben wir das Spiel vergessen? Auf jeden Fall, ja, noch zwei vergessen oder eins mindestens. Warte, ich guck mal eben nach. Ein Moment. Nintendo Land Attractions. Genau, hier habe ich die Liste. Fest hat mir. Ja, genau, Yoshi's Fruit Card. Finde ich eigentlich eine richtig gute Idee und ist auch eigentlich richtig cool. Also ist richtig cool. Und ich auch, weiß auch gar nicht, was das ist. Nee, du hast doch gar nichts von der Eisgespielspiele gespielt. Nee. Donkey Kongs Crash Kurs ist auch richtig geil. Das ist so ähnlich wie Happy Wheels. Also Fruit Card nochmal kurz erklärt, da muss man, da hat man halt. Fruit Card, hast du das nicht gesehen? Nein, scheiße, ich bin so dumm. Weil Timo, nee, wir haben... Timo hat das gespielt. Der Timo war dann später noch voll dazu gekommen. Ja, da kommen wir gleich zu. Und ja, Fruit Card ist halt so, du hast auf dem Bildschirm Hindernisse und so aufgemalt und auf deinem Touchscreen hast du nur eine leere Karte und du musst halt abschätzen. Also ich möchte, ich möchte mal eben erwähnen, dass ich hier erstmal alle Stoffwerke abklappere und dann die die Teleporter benutze. Das ist Absicht, also ich mache hier gar kein wahlloses Rumrennen. Gut. Was noch gibt, ist Donkey Kongs Crash Course, das ist ähnlich wie Happy Wheels. Ist extrem schwer. Ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft, aber hab's aber noch nicht so oft probiert. Ich schaff's, kann man das durchspielen, oder? Ja, ich schaff noch nicht mal das erste Level. Ich weiß nicht, ob es danach noch mehr Level gibt, aber das ist schon endlich schwer, das erste Level. Okay, bin ich mal gespannt. Ist so ähnlich wie Happy Wheels und ja. Ja, das war's für Nintendo Land. Gut, dann war Christoph. Ne, da bist du auch geblieben, ne? Ne, ja, natürlich, da war es ja erstmal. Dann war ich erstmal da. Ja, genau. Dann, war haben so wir, dann haben wir mit New Super Mario Bros. New angefangen und ich muss ja sagen, das ist echt richtig geil. Also, das war echt. Ja, ne? Das war besser, als ich gedacht hätte. Ich hab mich schon auf eine Enttäuschung vorbereitet. Warum das denn? Weil New Super Mario Bros. 2 enttäuschend war. Ja. Aber. Gut. Vor allem der Challenge Mode ist richtig geil. Das ist genau das, was Mario mal gefehlt hat. Es gibt so unendlich schwere Sachen. Ich habe noch immer noch keine Ahnung, wie was überhaupt machbar sein soll. Und aber teilweise auch Sachen, die man dann schafft und wo man sich einfach denkt, ah, ich bin so geil. Das ist genau das, was gefehlt hat. Einfach eine Herausforderung und man kann ja auch immer seine Zeit noch verbessern und so. Das gibt so einen Wiederspielwert. Ich lege mich abends in mein Bett und lasse den Fernseher aus und spiele auf dem Controller einfach mal Challenge Mode. Das ist richtig geil. Sonst der Abenteuermodus, eine andere Story. Christoph, erklär mal die Story. Von Mario? Ja. Ja, das ist ganz ausgefallen. Dieses Mal. Nämlich, der Anfang ist so, man sitzt im Peach-Schloss mit seinen Freunden. Mit denen sitzt man nochmal. Ja, mit den ganzen... Thompson, Luigi und Peach. Ja, genau. Sitzen da halt alle. Und dann kommt, wie bei New Super Mario Bros. Wii... das Schiff von Bowser, also das Flugschiff von Bowser und seinen Kumpan. Und dann. Kids. Genau. Und dann kommt die krasse Wendung. Dann wird nämlich nicht Peach entführt. Nein, da wird einfach der Rest weggekickt und man muss Peach aus dem Schloss befreien. Das ist nämlich diesmal keine Entführung, sondern ein Geiselname. Das ist ein Unterschied, oder? Eine Entführung und eine Geiselname? Und, ja. Würde ich schon sagen, der Führung ist immer an einen anderen Ort bringen und es muss nicht damit zu tun haben,
dass man irgendwas erreichen möchte. Ja, genau. Und diesmal ist halt eine. Ja, gut, Geister haben es ja auch nicht, weil. Ja, der, also sie nehmen halt das Schloss ein von hier. Es geht halt nicht so, es geht halt gar nicht so primär unbedingt um Peach, sondern eher um das Schloss, würde ich sagen. Was kann man dazu sagen? Also. Erstmal von den Hintergründen her, die Hintergründe sehen richtig gut aus, finde ich. Oder? Ja, achso, ja, ich finde das Spiel ist tatsächlich ganz schick, weil es ja. Es ist natürlich nicht jetzt so ein. Es ist natürlich Junge. So ein High Grafik. Ja, aber es ist natürlich seinem dem Stil treu geblieben, aber es ist dafür ganz schön umgesetzt. Ja, halt aber so, die Hintergründe sehen richtig gut aus und auch Lichteffekte und so gibt's jetzt. Ja, die genau Lichteffekte. Ach, Moment, jetzt mal eben, ich, warte mal, ich, hier unten ist übrigens das Item, was wir nicht. Moment, das hier, das Item, was wir brauchen. Okay, gut. Wo waren wir stehen mit dem? Ja, Hintergründe sind schön, dass Lichteffekte gibt's jetzt so richtig geile und ich bin doch so ein Deppnis, ist unglaublich. Es sieht auf jeden Fall schick aus. Es ist für das, was es. Also es ist eigentlich genau die Grafik, die es sein sollte. Genauso wie bei Mario Galaxy irgendwie. Das würde, glaube ich, auf einer Xbox auch nicht sehr viel anders aussehen als auf der Wii. Mario Galaxy, also nee, das soll ja auch nicht anders aussehen. Das hätte es zwar bessere Lichteffekte und so, aber genauso haben sie es halt da auch gemacht. Sie haben halt das was sozusagen. Technisch vorher nicht ging, haben sie noch hinzugefügt und der Rest ist in dem gleichen Stil geblieben. Und ja, was kann man dazu sagen? Es ist ein neues Item, der Eichelpilz. So hieß er zuerst, aber ich glaube, sie haben ihn umbenannt. Und jetzt heißt er, glaube ich, Super Eichel. Warum auch immer. Das heißt, das Super Eichel ist natürlich auch viel besser. Dann dachte ich mir auch erstmal, yeah. Aber es ist an sich ein ganz schönes Item, könnt ihr von mir aus drin lassen. Ja, es ist halt so mit dem Gleiten und dem Hochfliegen. Genau. Gleiten. Genau, dann die Baby-Yoshis. Gibt's drei an der Zahl. Einmal, in dem, auf dem man als erstes trifft. Ja. Der als erstes trifft, ist der rosa, ne? Wenn man da schüttelt. Seine Wii-Verbindung. Ach, ist das klar. Deswegen habe ich nochmal seine Wii-Verbindung gemacht. Dann wird er zu einer Blase oder lädt er sich halt so auf und man fliegt ein bisschen nach oben. Das kann man auch mehrmals hintereinander machen. Relativ oft sogar. Und er kann Münzen einsammeln, was ich relativ komisch finde. Aber da gibt es noch Herausforderungen. Und da gibt es halt Level, der da eingesetzt wird. Da gibt es einen gelben Baby Yoshi. Der kann Dunkelheit hell machen, so ein bisschen, wenn man schüttelt. Und der blaue macht Blubberblasen, auf die man dann auch springen kann und womit man Gegner verblubbern kann. Blubbern. Wo da auch immer schon Items rauskommen, zum Beispiel Feuerblumen oder so, was ich ein bisschen übertrieben finde, aber naja. Gut. Ansonsten die Bosskämpfe sind eigentlich jetzt immer noch nicht so unendlich spektakulär. Zwar bei Mario noch nie so. Von daher, was will man da machen? Da war eigentlich nichts anderes zu erwarten. Also man kann, glaube ich, spoilern, dass es wieder die 7 Koopalinge sind, gegen die man kämpft. Den Endboss-Kampf fand ich gar nicht so schlecht eigentlich. Ach Moment, jetzt kann ich nochmal eben. Also, das ist jetzt kommt so eine dumme Stelle im Spiel. Nämlich, geht hier unten hin, besiegt den Trainer, was ich gerade gemacht habe. Geht hier rein. So. Dann benutzt den Teleporter nochmal. Und dann geht er von unten hin. Und dann habt ihr das Item gefunden. Das ist, ein bisschen scheiße, aber gut. Ja. Schön. Sure. Also, das geht auch anders, aber so ist es eigentlich am besten zu machen. So, ist das ein Spieldesign-Fehler oder was? Ja, das ist, denke ich, ein Fehler, dass es einfach komplett bescheuert ist. Okay. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die Bossgegner sind halt immer noch genauso wie immer und man kämpft immer noch gegen diesen. Nee, das stimmt aber nicht. Ja, die sind nicht genauso wie immer. Im halben Schloss, also das genau, da gibt es Bum Bum, den man ja von Mario Bros. 3 oder New Super Mario Bros. Super Mario 3D Land kennt. Der ist eigentlich ganz gut umgesetzt. Kann er noch irgendwann, also kann er immer andere Sachen? Ja, der lernt immer neue Fähigkeiten bei ihm. Ich habe leider nicht allzu viel vom Spiel mitgekriegt, weil ich nur... leider danach ein bisschen schlecht gespielt habe. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Aber ich mache leider das Play zu. Spoiler. Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Gut, dann ist man halt... was ich ein bisschen enttäuschend fand, ist, dass es immer noch eigentlich genau die gleichen Weltenkonzepte sind. Außer zwei Ausnahmen, die ich aber noch nicht sage.
Stimmt, die kenne ich auch noch nicht. Ja, ist halt die Frage, was will man sonst machen, ne? Ja, muss ich wahrscheinlich gerade sagen. Ja, ja, das ist die Frage. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sowas, wo irgendwie die Schwerelosigkeit irgendwie ein bisschen ja, so ein paar mehr Innovationen halt. Also es gibt Innovationen im Gegensatz zu Super Mario Bros. 2, aber eben auch nicht. Nein. So. Nein! Der kann auch keine Ultraschall. Okay, weiter, ja. Aber eben auch nicht so viele. Muss man sagen. Also das hätte mehr sein können, aber trotzdem. Ich fand auch vom Schwierigkeitsgrad her, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo der Gefahr läuft, Game Over zu gehen. Zumindest wenn man das alleine spielt. Das liegt, glaube ich, aber auch schon daran, dass wir so lange schon spielen. Ja, aber auch wenn man... Ja, natürlich. Das ist jetzt... Das Spiel ist nicht einfacher als Super Mario World. Würde ich sagen. Aber Super Mario World, das spiele ich halt auch am... mit meinen Fußnägeln durch. Ja. Also, wir sind einfach gut in solchen Spielen geworden, dass... Weil wir sie einfach so lange und viel gezockt haben. Ja, aber das ist ja, finde ich, klar, weil sich auch immer alle beschweren. Zum Beispiel bei Super Mario Galaxy. Alle haben sich über die Schwierigkeit beschwert, dass es so viel leichter wäre als Mario 64. Bei 1, wenn im ersten Teil, gebe ich da ja auch recht, aber beim zweiten Teil kann ich das nicht mehr sagen. Also die Spiele sind nicht leichter, nur wir sind besser. Ja. Also New Super Mario Bros. 2 war total leicht, aber ich fand die Schwierigkeit eigentlich in Ordnung von dem Spiel. Es gab so ein paar Stellen, wo man sich echt, also ein Level fand ich so schlimm, das muss ich nicht nochmal spielen lassen. Eine Starcoin ist so asozial in dem Level. In der sechsten Welt, glaube ich, war das. Ja. Das fand ich richtig schlimm. Und was ja auch noch ein bisschen Schwierigkeit dazu bringt, ist halt dieser Challenge Mode. Wie findest du eigentlich die Möglichkeit mit den Blöcken setzen, dass das einer machen kann? Nee, das ist ganz lustig zum Trollen, aber zum Helfen ist komplett scheiße, weil es einfach, das macht es so leicht. Ja, ich glaube, sie haben das eingesetzt, damit sie sozusagen das ein bisschen schwerer machen können. Und damit sie das Pad halt irgendwie involvieren können. Ja, erstens das und zweitens, damit sie das Spiel insgesamt ein bisschen schwerer machen können. Für die es... Ja, hast du gekriegt, bist du da? Ja, ich höre gerade nicht. Also wir auch nicht wahrscheinlich. Oder achso, er wird wahrscheinlich gerade gestört. Dann ist er immer schnell weg. Gut, und ich irre jetzt erstmal hier rum. Oh Gott, ich bin ganz dumm und weiß gerade nicht mehr, wo ich lang musste. Hier war es aber nicht. Egal. Vielleicht. Ah, cool, wie die Donnerwelle beibringen. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Aber nein. Ja, wir sind eigentlich gerade so dumm und weiß das nicht mehr. Ach so, hier. Haben wir's. Ja, ich glaube, Renke wird gestört. Hoffe ich mal. Und ich muss nicht weg. Aber Gary machen wir auf jeden Fall. Ne? Als erstes dürfte wieder sein Taurus kommen. Deswegen lassen wir Marie Horn vorne. Was hat dich aufgehalten, YouTube? Hahaha, ich wusste, du willst mir hier vorbeifahren. Blablabla, ist mir scheißegal, was du da machst. Und wir wollen jetzt erstmal den Kampf machen. Also, den machen wir mal ohne Speed. Und ich hab's eigentlich. Ich muss nämlich gleich weg sein. Es ist 10 vor 8, ich muss um 8 wo sein, aber egal. Oh, scheiß Downregen, das senkt den Angriff stark, das ist nicht so toll. Aber egal. Oh Gott, ey. Und ich hab natürlich zweimal im Moment. Ich mach erstmal das hier. So. So. So, das sollte nicht schneller sein. Ja. Dann mache ich das hier. Und dann gehe ich wieder zurück. Und das ist Steinhabel, was daneben geht und so. So. Stampfe sollte reichen. Tut's auch. Ja. Beim Krieg scheint es irgendwie komplett weg zu sein. Er hält das Gespräch. Okay, der wurde wahrscheinlich gestört. Oder auf dem